öffnen die Beine und gehen in Armandi. Wir gehen mit dem rechten Bein vor, hinten stampfen, wir jetzt hinten kreuzen, vorne stampfen und zweimal zur Seite. Zurück, noch einmal, jetzt zur linken Seite. Links beginnt, links geht vor. Eins, zwei hinten kreuzen, drei, vier zur Seite, fünf, sechs, sieben, acht. Nochmal, eins, zwei hinten kreuzen, drei, vier zur Seite, fünf, sechs, sieben, acht und eins. Zur Seite, 5, 6, 7, 8. Ich zeige euch jetzt die Arme vom sechsten Schritt von der ersten Serie. Hierfür verwenden wir wieder das Mudra Tripitaka. Für beide Arme, für beide Hände. Okay, wir beugen uns vor, 1, Hand strecken. Hier bleibt der Arm, geht mit, 1, 2, dann hinauf, 3, gerade schon. 4. Dann zweimal zur Seite. 5. 6. 7. 8. Hand herein. Nach vorbeugen. 1. 2. 3. 4 zur Seite. 5. 6. 7. 8. Und vor. 2. Hinaufschauen auf 4 gerade. Und dann zweimal zur Seite. Gerade, Hand und schließen. Linke Seite. Vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nun kombinieren wir die Arme und die Beine vom sechsten Schritt der ersten Serie. Hierzu Arme Tripitaka vor dem Körper, ein schönes Amma Brahmari. Erinnert euch, der Ellbogen muss immer nach hinten hochgezogen werden. Gleichzeitig die Schulter unten lassen. Dann Füße öffnen, Hintern anspannen, Becken ein bisschen nach vorziehen, Armandi. 1, 2 nach vor. 1, 2, 3, 4 zur Seite. 5, 6, 7, 8 und 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1. Nach vor. 2, hinten kreuzen, vorne stampfen und zur Seite. Schließen nochmal. Seite. Schließen. Linke Seite. Vor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noch einmal. 2, 3, 4 zur Seite, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, hinaufschauen, gerade schauen, zur Seite, schließen, zur Seite, schließen, kurz halten.